Ja, wir werden gerade schönst angegriffen. Wenn wir uns die Zahl da unten anschauen, fünf Sachen sind gerade explodiert. Das bedeutet, es sind nicht gerade wenige. Und ich glaube, uns bleibt auch nicht viel Vorbereitungszeit, um jetzt in die andere Base rüber zu kommen und da irgendwie was auszurichten. So, allerdings, ja, haben wir jetzt auch wenig Kampfroboter. Ich weiß nicht, ob wir noch welche herstellen können, während wir rüberrennen oder so. Ich muss mal gucken. Aber wir werden uns jetzt schnellstmöglichst nach drüben begeben und irgendwie die Viecher aufhalten. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei jetzt sterben werde. Und dann müsst ihr ja entscheiden, machen wir weiter ja, an diesem Punkt oder sagen wir, okay, das war's dann mit Factorio. Das wäre schade, finde ich. Oder laden wir einfach den Spielstand so oft, bis wir es denn mal geschafft haben. Ich weiß es nicht. Oder den dazu zuvor quasi. Da müssten wir allerdings dann noch, ja, wo waren wir denn da? Ja, oben müssten wir noch machen. Das Radar nochmal neu. Und ja, den Aufbau glaube ich sogar noch. Naja, gut. Aber besser als tot sein, ne? Glaube ich. Naja, gut. Ich nehme noch ein Schlückchen Tee. Und dann werden wir hier fortfahren. Drücket mir die Daumen. Ich bin ja so actionreich. So. Und ich hoffe, jetzt komme ich jetzt auch nicht hier rüber. Könnten uns sogar ein Auto bauen. Lalalala. Ah, super, wir können uns acht Viecher bauen hier. Das ist gut. Ach, hier unten steht sogar unser Zug. Können wir da hinein spazieren? Können wir Handgranaten oder sowas herstellen? Maschinengewehre. Toll. So, apropos. Moment mal. Ja, ich steige mal ganz kurz aus, weil wir haben das Maschinengewehr nicht in der Hand. So. Und wir fahren los. Okay. Ich sollte sie nicht zu früh loslassen. Vor allem, wir produzieren ja noch. Und jetzt geht's langsam in die Base und da sollten schon die ersten Viecher sein, ne? Ja, da hinten blinkt schon. Hier ist unser Dings davor. Das ist ja nicht weit. Vielleicht springe ich einfach auf diesen Zug. Du wurdest besiegt. Lol. Ich bin doch nur aus dem Zug gesprungen, während er fuhr. Das war wohl nicht gerade der tollste Plan. Okay, ich bin entladen, oder? Ja, gut, das war jetzt ein redliches Ende. Ja, nee, das war jetzt nichts. Das war ouch. Gut. Jetzt hören wir auch mal die Sirene. So, aber die muss ich mal wirklich lauter machen. So, dann nochmal das Ganze. Moment, die Waffen hier. Alles bitte produzieren und noch ein bisschen Muni. Und, achso, ich wollte ja mal kurz. Aussteigen, Kuh. Euch einsteigen. So, vielleicht jetzt nochmal speichern. Da springe ich aus dem Zug und lass mich überrollen. Also, liebe Leute, nicht aus fahrenden Zügen springen. Das ist keine gute Idee. Oh Mann. Oh, holla die Waldfee. So. Wir werden gleich auch wieder losfahren. Jetzt setze ich den Ofen auf. Und jetzt hoffe ich, wir kriegen mal fünf Roboter, bevor wir drüben ankommen. Oh, da die Waldfee. Ich hoffe, es sind nicht so zu viele Viecher. Vorhin hatten wir, glaube ich, schon welche da, ne? Ja, eins. Wow. Ein Kampfroboter. Komm, zwei Minimum. Wir sind nämlich gleich in der Base. Und da geht voll die Action.
Okay, ich steig mal aus. Und auch noch in der Nacht hier. Da unten ist eh noch. Okay, der hat geblinkt, der hat geblitzt. Sind hier noch mehr? Ist die Frage. Gut, mit den Kampfrobotern bin ich relativ sicher. Ich schmeiß noch ein paar. Da ist einer. Boah, erwischt. Und da, ganz viele. Mähen wir sie um. Diedeldumm. So, sonst noch wer hier? Gott, die haben unsere ganze Stromproduktion hier unten lahmgelegt. Und vor allem, wäre cool, steht mein Auto. Ist es auch nicht schlecht. Warum? Warum rückwärts? Nee, warum vorwärts? Ach, diese ganzen Bäume, die nerven echt. So, jetzt sag mal her. Tralala, da ist irgendwas Angefahrenes, aber nö. Hier scheint auch nichts zu sein. Okay, jetzt sind meine Kampfroboter kaputt gegangen. Aber, oh, jetzt hat sich meine Zigarette selbst geraucht. Das ist auch sehr schön. Und ich fahre gegen Bäume. Ja, gut. Es wird langsam, denke ich mal, wieder hell. Gut, wir kriegen ja Strom aus der Hauptbase erstmal. Und jetzt sehen wir mal hier, schön, jetzt haben sie alles kaputt gemacht und verpestet und tralala. Na super, die ganzen Fließbänder und ach, die ganzen Greifarme und Bipapo. So, mal eine andere Frage. Ich werde mal hier oben schnell was abgreifen. Jetzt überroll mich bitte nicht, du schöner Zug. Ja, wunderbar. Gib mal so ein paar Platten hier noch, ja. Ja, jetzt war out of range. Egal. Wir produzieren ja welche. Armer Platten, armer Platten. Aber, wow. Ich glaube nicht, dass wir so viele produziert haben in der Zwischenzeit. Das ist gar nicht schlecht. Guck ich gerade mal hier. Was ist denn hier los? Mann! Hör doch auf hier, du! So, wir müssen nämlich hier lang und dann da lang, ne? Ja, dann funktioniert's auch wieder. So, da war irgendwie so Bombs. So, also hier haben wir jetzt auch eine Menge Platten. Okay, ja gut, das war jetzt wünschenswert. Aber vor allem sollten wir jetzt wirklich langsam mal wirklich alles hier ein bisschen, ja, sicherer machen. In dem Sinne. Ich glaube, das hat jetzt erste Priorität, dass wir hier noch mehr, ach ja, hier oben waren wir ja noch mit den blauen Tränken und so. Ein bisschen sind ja wieder da, wieder. Ja, das ist schön. Dass wir jetzt langsam so ein bisschen uns abstecken hier. Mit Sicherheit. Und so, und Batterien und Türmchen und so. Dass wir hier eine Mauer, Mauer aufbauen. Wunderbar. Und zwar würde ich das vielleicht sogar, da hier ist die Kohle, da ist es. Haben sie das Radar auch zerstört? Das ist eine Frage aller Fragen. Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht. Gott, wo steht denn das dumme Ding? Radar. Ja, das stand mal da hinten. Es stand mal da. Oh, diese Wälder, ich liebe euch auch. So, Moment mal. Hier haben wir noch Öl und Kohle und Wasser und Steine. Ja, das würde ich mir alles so ein bisschen gerne sichern. Gott, das ist aber schon ganz schön tief hier runter, oder? Was bist du denn da? Felsen, Stein, keine Ahnung. So, also, wow. Es wäre allerdings ein bisschen arg groß, wenn wir das hier alles absperren wollen. So ein bisschen. Glaube ich, oder? Vor allem guck mal, wie weit die Basen weg sind, ne? Also es ist ja Wahnsinn. Es ist ja ein Wahnsinn, aber da unten gut kommt schon die erste. Ja, dann werde ich mal hier langsamer anfangen, ne? Strom haben wir noch nicht hier, aber wir haben Mauer. Mauer hätte ich gern. Ich hätte gerne Mauer schon mal. So, dass wir hier so ein bisschen Mauer einbauen. Lalalala.
Es wird bestimmt lustig. So, dann fangen wir mal so ein bisschen an hier. Lalalala. So, nach oben und da kommt Wald und bah! Immer diese Wälder. Ja, so mitten durch den Wald hier. Das ist natürlich super. Aber dass wir unser Gebiet hier mal so ein bisschen abstecken, ne? Also, dass wir hier wirklich hingehen und dann jetzt so sagen: Liebe Monster, ihr dürft ja auch hier auf diesem Planeten sein, aber nicht bei mir. Ne? Das wäre doch schon mal was. So, dann bauen wir das hier. Ach, die wollen mich aber echt nerven, die Bäume, ne? So. Vor allem müssen wir dann gleich hier, ja gut, einmal da um den Baum. Boah, das sieht ja awesome aus hier, ne? Was ich hier verbaue. Ja gut, es sollte auch ein bisschen dicht sein. Ein bisschen. Und ihr seht schon bei der Größe, ne? Was wir hier gerade verbauen. Allein die Wand hier, diese kleine Mauer, ist ja gigantisch. So, und vor allem, wenn wir da jetzt hier überall, ja, Dings bauen werden, Lasertürme und so weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, das ist wieder offen hier. Weil die Mauer alleine wird ja keinen aufhalten. Ne? Also da ranzen die so lange gegen, bis die umfällt. Also das ist für die Kinding. So, dass wir jetzt wirklich so ein bisschen hingehen müssen und das ganze Zeug hier, ja, so ein bisschen einmäuern. Und mit Lasertürmen und Pipapo und ich.